So, servus. Radio Belli. Gucken wir mal. Wollen wir heute so reisen? Aber was haben wir heute? Dienstag? Heute bin ich auf jeden Fall in die Wüste. Die große Tour machen wir heute nicht. Haben wir denn die überhaupt schon bis Stufe 25 gemacht? Nö, ne? Hab ich doch voll vergessen. War da nicht was? Bin ich ein Idiot. Ich bin so blöd. Ich glaube, ich bin sau dumm manchmal, aber egal. Okay. Ich glaube, da war was. Ich habe das irgendwie voll verpennt. Ach Mann, ey. Gysi, hier Katzi. Kriegst auch ein bisschen Liebe. Scheiße, doof. Ich glaube, ich habe voll verpennt, überhaupt in die Höhle reinzugehen. Moment, ich war ja doch gar nicht. Nee, das war ja das, wo ich zweimal in die Wüste gehen musste. Weil ich es immer erst mal so komplett verpennt habe. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es zumindest so weit, dass... Ja, ist ja egal. Gucken wir erstmal, was hier so gewachsen ist. Und dann gehe ich gießen und Scheiß weg und ernten. Und dann rühre ich mich wieder. Wenn ich den ganzen Quatsch geschafft habe. Auch Hopfen. Natürlich Hopfen. Ja, mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen Hopfen verkaufen. Ein bisschen ist gut. Ich hoffe, ein bisschen silberner dabei. Am liebsten auch goldener. Was habe ich denn da hingepflanzt eigentlich? Pfeffer? Habe ich Pfeffer jetzt geholt? Ich glaube. Brauche ich nämlich sowieso für einiges. Für einen Bienen-Hotpot und naja, da gibt es schon ein paar Sachen, wo ich Pfeffer brauche. Naja. Wir sehen uns, wenn ich jetzt aber hinterher bin und meine tägliche Suchtour gemacht habe. Nach Wild-Dingen. Wildnis-Forage-Sachen. Denn. Ein kurzer Zwischenbericht, also ich muss dringend das Geld heute einsetzen und muss diese Summer Spangle kaufen, weil ich brauche die für Caroline. Was ich jetzt noch mache, ist hier gerade ein bisschen Eisen schmelzen und ansonsten, nee, nicht hier, wo habe ich denn den Blödsinn? Hier auch nicht, in der ganz oberen. Für einen Zauberer, dem gebe ich noch so ein bisschen Void Essence hier. Den kann ich noch was geben, haben wir gesagt. Sandy sowieso, wenn ich in die Wüste gehe, das mache ich ja erst mittags irgendwann. Darf ich nicht vergessen, hier mitzubringen. Eines VP hat auch Jodi gerade angefragt. Die hat eine Quest dafür. Dass, wenn ich ihr das gebe, ist ja sowieso noch besser, als wenn ich sie einfach nur schenke. Das ist auch cool. Ja, Vince können wir vergessen. Shane habe ich schon zweimal was gegeben. Evelyn muss nicht sein. Linus bräuchte ich mehr Kokosnüsse. Wird noch nichts. Mal gucken, ob ich in der Wüste heute Glück habe. Pierre, vom Winter kann ich es eigentlich fast vergessen. Ich muss mal gucken, was er vielleicht mag. Es gibt ja auch ein paar Sachen, die er mag. Harvey genauso. Der mag, glaube ich, auch Algensuppe. Na, das ist ganz praktisch. Na, mal gucken, dann lassen wir jetzt nach der Minentour, die ich jetzt nochmal mache, weil ich ja Steine und die Fische brauche, um in der Wüste zu überleben. Gucke ich nochmal ein bisschen Geschenketour und dann sehen wir weiter. Ja, Haley ist sogar auf zwei Herzchen. Habe ich denn ihre blöde Quest schon gemacht? Ihre blöde Szene? Ich glaube nicht. Muss ich mal gucken. Gehe ich nachher mal vielleicht schauen. Schauen wir mal, dass es nicht so spät wird. Oh, nice one. Oh, das ist dann übrigens nicht für Mani, fällt mir gerade ein, aber vielleicht für Gas wäre das möglich, ja. Oder halt, wir geben es doch hier Grobus oder Evelyn. Evelyn hat auch Rezepte, ich könnte es auch Evelyn geben, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Und den gebe ich jetzt erstmal dem Weisert und dann sehen wir weiter. Wir sehen uns nach der größeren Minentour dann. Das fragt sie irgendwie jedes Mal. Sollte ich irgendwas Besonderes anziehen heute? Ah, Mani erwische ich also heute, ja gut, bei dem Aerobic-Zeug dann halt. Servus, ist nichts für dich, ne? So Aerobic-Blödsinn, ja, brauchen wir auch nicht. Ja, almost feel dizzy, erdrückt, erschlagen, irgendwie, ja. Also ich fühle mich irgendwie halt, ne, auf jeden Fall nicht so wirklich wohl wahrscheinlich, ja, ist alles so voller Honig und ja, ja. Ich weiß schon, meine Lieblingszeit ist der Herbst. Aber ich glaube, Winter magst du sogar auch. So, ich soll mal ein paar Fische essen. Ja, ich habe mir jetzt wenigstens schon mal 100 von den Spangle-Zeug gekauft. Werden wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen nochmal welche kaufen. 8 Tage dauern die. Und jetzt gucken wir mal schnell zur Haley, ob da jetzt was geht. Bin mir nicht so sicher. Und irgendwo war noch was. Wer war es denn noch? Sam? Wen habe ich denn noch auf 2 Sternchen? Sebastian? Hatte ich die Szene mit Sebastian? Die hatte ich. Die mit Penny hatte ich ja auch. Die mit Lea habe ich nicht. Ah, ich muss bei Lea noch in die Bude rein. Emily hatte ich, glaube ich, auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich jetzt die Szene für... Ja,
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das für beide ist, aber das ist auf jeden Fall die mit Haley, ja. Ja, ich putz immer unter den Kissen oder unter dem Sofa, wie auch immer. Es ist jetzt dein Part, wie auch immer. Ja, kleines Blondchen, also sorry, die ist nervig blond. Du bist kindisch, also du benimmst dich kindisch. Ich mache ja den größten Anteil, also das meiste einfach, und das weißt du. Oh, es ist der neue Farmer-Junge. Ja, super. Ja, eigentlich hat er einen Namen, ne? Du weißt es doch. Aha, und ich wette, du kannst mich verstehen in dem Ding hier. Ja, echt? Kann ich das? Ja, Entschuldigung, dass ich dich da reinziehe oder dass du da irgendwie mit reingezogen wirst. Haley beschwert sich, weil ich gesagt habe, sie möchte doch bitte unter, ja, entweder sind das die Polster oder, ja, auf jeden Fall hier irgendwie unter dem Sofa oder Kissenpolster oder wie auch immer. Ja, es ist einfach nur, weil ich sie schon letzte Woche geputzt habe. Ja, Haley, warum nimmst du nicht einfach als deine wöchentliche Aufgabe wahr, hä? Mache ich ja bei mir im Haus schließlich auch so, wo wir zusammen wohnen. Ich meine, mein Job ist es, einmal in der Woche das Bad zu putzen. Ist das so schwierig? Und natürlich Spülmaschine und so ein Scheiß und Müll, das ist ja ganz normal. Das ist doch wurscht, ja? Mach das! Mein Gott! Also gut, ich mach's halt jede Woche. Und dann gibt's da keinen Grund zu streiten. Ah, merkst was? Und du hast nicht mehr zu tun. Toll. Ganz klasse. Eigentlich wollte ich ja jetzt noch die Szene mit Emily, die kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Oder war das dann die auch schon, oder wie? Nö, kommt jetzt gleich noch eine. Ha! Hab ich doch gewusst. Genau. Das ist so blöd. Ist das jetzt die Schlafszene? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, haben wir heute zwei, vielleicht sogar drei Szenen. Ach, das ist in ja. Wie komme ich eigentlich in den Traum? Das kapiere ich überhaupt nicht, aber ja gut. Ja, die ist ja so voll esoterisch, die Tussi. Wenn sie meint. Ja, mit Beschwörungsformeln hier. Bumm, bin ich da. Ja. Hä? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wieso bist du hier? Ja, weiß ich auch nicht. Erklär's mir. Oh, toll. Irgendwelche Regenvogelkacke. Naja, also wie gesagt, ganz sauber ist sie nicht. Aber ist ja wurscht. Hä? Das erinnert mich an was. Ah ja. Sogar das kleinste und bla 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 und das einfachste und bescheuertste Licht, ja, ist also innen drin ganz toll. Ja klar, wenn du das Prisma schickst, wird es ja aufgeteilt. Ha, jetzt weiß ich, warum du hier bist. Das ist ein Zeichen. Ah ja, ein Zeichen. Ja, wenn du denkst, bumm, weg bin ich. Kann ich verstehen, bloß weg hier. Ich will mir nichts mit dir zu tun haben. Ja. Ja gut, kann man machen, so esoterisches Zeug, aber muss man nicht. Ach, jetzt nochmal? Es geht noch weiter? Was passiert da noch? Komm ich jetzt wirklich rein? Ja, irgendwas ist ganz besonders mit Honk 2, also mit mir. Ne? Unsere Zukunft oder unsere Ziele werden zusammengeführt, wie auch immer. Unsere Linien treffen sich, ja, glaubst du? Naja, besser nicht. Okay, das war die zweite. So, und ich glaube nämlich, wie sieht's mit Sam aus? Den habe ich doch auch schon, oder? Nee. Elliot? Oh, Elliot, haben wir auch noch. Sam, habe ich auch noch. Mensch, es gibt ja heute Szenentag, ey. Ach du Scheiße. Ja, egal. Dann ist es so. Oh yeah. Ja, Schlagzeug ist nicht besetzt. Da wird das Video schon wieder so lang. Scheiße. Ach, wisst ihr was? Wir machen eine extra Wüstentour. Wir machen heute nicht die große Wüstentour. Das ist mir zu blöd. Wir machen die morgen. Oh, servus. Sebastian und ich hatten nur eine kleine, ja, Jam-Session. Ja, auch immer. Wir haben gerade ein bisschen kurz zusammen geübt. Okay, ist recht. Mach.
Ja, wir sind dabei, eine Band zu gründen. Aber wir wissen noch nicht genau, welche Art von Musik wir machen wollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Okay, es mag wohl sein. Ah, sag doch mal, welche Art Musik magst du? Ja, also da gibt es nichts, was ich wirklich mag, aber nehmen wir doch einfach Experimental Noise Rock. Das trifft es vielleicht noch am ehesten. Hey, weißt du was? Das ist genau das, was ich mir für die Band überlegt hatte. Na dann, hopp geht's. Hey, was sagst du, Sebastian? Wollen wir das probieren? Dem ist alles egal. Okay. Hey, danke für die Hilfe. Mit meinen ja, Gitarrenfähigkeiten oder Fähigkeiten an der Gitarre, wie auch immer, und Sebastians Zaubereien am Keyboard werden wir super erfolgreich sein. Bin ich schwer überzeugt von. Na dann. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der Schlagzeug spielt. Ich weiß, wer. Das Schlagzeug wird später bei mir in der Wohnung stehen. Das kann ich dir schon mal versichern. Ach, warte mal. Jodi will doch so eine blöde Blume. Na, die holen wir später. Okay, also den haben wir nämlich auch. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir Lea noch haben. Oh Gott, das wird heute wirklich Szenentag. Furchtbar. Und zu Ding müssen wir auch noch komme ich da jetzt rein? Nee. Um 10 ist aber, glaube ich, schon unterwegs. Na gut, wir probieren es. Ob es klappt. Ich liefere erstmal die ganzen Fische und Zeug ab, was ich alles habe. Und dann gehe ich um 10 halt nochmal hin. So lange kann ich vielleicht einen Baum fällen oder zwei. Gut. Ach ja, außerdem kann ich die nächsten Dinger hier reinballern. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich hier? Zwei. Ja, gut. Kupfer bräuchte man auch nochmal ein bisschen eigentlich. Wir müssen was. Fast ein bisschen Kupfer besorgen. Weil. Na, vielleicht kommt hier was raus aus den Dioden. Die gebe ich denen auch noch zum Schmied. Ja, klar. Was hatte ich gerade im Kopf? Außer Blödsinn. Also erstmal das so gemacht, danke. Ich habe viel zu viel. Achso, das wollte ich verkaufen. Ja, da war was. Wilde Hin- und Herrennerei. Aha. Jetzt haben wir so viel von denen, dass wir sogar eins nehmen können. Okay, eigentlich coole Idee. Was wollte ich gerade sagen? Was hatte ich denn gerade verdammte Kacke noch mal im Kopf? Ich hab's echt vergessen. Ja, was sagt immer, dann war es nicht wichtig, ne? Doof. So richtig doof. Hä? Was wollte ich denn verdammt? Was hatte ich denn angefangen? Alzheimer ist eine schöne Krankheit, echt. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall... Ach ja, genau. Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt schnell zum Schmied. Genau, wir machen die Geoden auf. Das kann ich jetzt machen. Oder vorher gehe ich hier... kann ich ja... Nee, wir gehen erst zum Schmied, damit wir das Inventar leer haben. Ja, machen Geoden auf. Ach so, Jodi will ich auch noch das Ding geben. Den kann man auch gleich machen. Die extra Pi. Sweet Pi. Habe ich genug von. Kein Problem, kannst haben. Ja, und dann gehen wir halt morgen in die Wüste und dann was weiß ich, Samstag nochmal. Hauptsache am Wochenletzten und nicht erst am Sonntag. Dass wir zweimal eben gehen können. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich gehe heute und Freitag, aber das wird jetzt nicht, weil das Video wird definitiv zu lang, weil es kommen ja die nächsten zwei Szenen nach noch. Nee, Gottes Willen, nicht damit hinrennen. Ich will ihm nichts schenken. Wenn du magst, dass meine Großmutter dich... Oder wenn du willst, dass meine Großmutter dich mag, dann gib ihr Schokokuchen. Ah, man kriegt immer ab und zu mal Tipps, was sie hassen und lieben. Immer ab und zu. War sinnvoll. Ah. Oh je. Aber vom Key haben wir ja auch noch eine Aufgabe, ne? Vom Mysterious Key. Dem sollen wir ja. Was hat er gesagt? Delivery. Ah ja, ich war sleepy, das ist klar. Key Challenge. Nee, das nicht. Mysterious Key. Rainbow Shell in the Box at the Train Platform. Genau, das können wir nämlich noch machen. Ja, da müssen wir auch echt mal wieder langsam Schluss machen. Das ist ja viel zu lang alles. Also ich rühre mich nur noch mal für die nächsten Versuche der Szenen und dann lassen wir den Tag gut sein. Den Rest mache ich einfach offscreen. Das ist ja schon wieder so ein ewig langes Video. Wendler. So, hier nehmen wir das in die Hand
und ballern es in die Box rein. So, und dann sofort kommt eine Notiz rausgebollert. Ah, sehr gut gemacht. Nächste Aufgabe. 10. Ja, rote Beete. Also Beete, Wurzeln, es geht um rote Beete. In den Bürgermeister seinen Kühlschrank. Ah ja, naja gut. Rote Beete wächst erst im Herbst. Können wir eh noch nicht. Müssen wir kaufen in der Wüste. Gott sei Dank habe ich den Zugang zur Wüste schon, sonst könnte ich es ja gar nicht. Ja gut, dann gehe ich jetzt Holz fällen. Erstmal zum Schmied, Herr Maxa. Das mache ich jetzt aufs Ding. Holz fällen, Schmied und Jodi die Sweet Pea geben. Und dann schauen wir um 10 herum nochmal hin. Und ich hoffe, die ist dann nicht sofort unterwegs, die Lea. Dann kommen nämlich die nächsten Szenen auch noch mit Lea und mit, na sag schon. Und Elliot, den habe ich auch schon auf 2 Sternchen. Mensch, habe ich alle vergessen. Ich hätte mal wenigstens aufteilen können. Ja, oder ich warte für morgen mit den anderen beiden Szenen. Aber wir können ja einfach einen Szenen-Running-Gag machen. Also gut, bis denn. Das wird verkauft. Mal gucken, ob sie noch da ist. Jo. Oder zählt es einfach, weil es 10 Uhr ist oder nach 10 Uhr, dass sie überhaupt generell, selbst wenn sie nicht mehr da wäre, wäre sie eben da, weil die Szene dann passiert. So, kann auch sein. Servus, komm rein. Jo. Tag. Was da? Bildhauerin, ha? Ja, ich bin hier gerade am Arbeiten. Aha. Ja, schaust dir an. Sieht seltsam aus. Siehst du das? Ich hole hier die Essenz des Holzes raus. Ja, okay, Holz lebt schon, das stimmt schon, da kann man schon was rausholen. Ja, und also wenn du durch die äußeren Schichten kommst, dann kommt langsam die wahre Natur zum Vorschein. Ja, klar, ist wie mit Menschen eigentlich auch. Hä? Oh, stimmt, irgendwie schon. Ja. Ja, aber wirklich. Ja, zuerst war ich hier als kleines Mädel. Ja, da war ich im Urlaub. Die Eltern. Ja, und ich wusste, ich würde eines Tages zurückkommen oder ich müsste eines Tages zurückkommen. Ja, und hier ist eben großes künstlerisches Potenzial. Okay. Ja, aber so richtig einfach ist es nicht, alles zu bezahlen als Künstler. Das ist wohl wahr. Egal welche Form von Kunst, es ist immer ein bisschen ein Überwasser halten, wa? Aber wie wär's denn, wenn du hier mal eine Kunstausstellung oder so machst? Museum ist doch da. Ja, und das könnte was in Bewegung setzen, um Pelican Town als große Kunstziel, Künstlerziel, wie auch immer. Ja klar, natürlich, mach doch. Wenn niemand was tut, dann wird's nichts, ne? Aber wenn niemand meine Skulpturen mag, bin ich vernichtet. Ja, Mädel. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, haben sie immer gesagt. Wobei, ich brauch's Maul aufreißen. Muss mir das mal überlegen. Überlegt er das mal. Ja, danke, dass du vorbeigekommen bist. Klar. So, das war der erste. Und jetzt fehlt noch Elliot. Auch da gibt's was. So. Ah, servus. Habe ich dir jetzt, achso, dir kann ich ja gar nichts geben. Der habe ich ja, habe ich dir echt schon beide gegeben die Woche? Ja, zum Kotzen, ey. Mani ist ganz dringend Zeit, dass sie besser wird. Also ich mit ihr besser stehe. Ach ja, ich habe den Dia, den habe ich ja Evelyn gegeben. Hm, passt schon. So, hey, Elliot, was geben? Und weiter geht's. Servus. Komm rein. Ey, eine Blume, um die muss ich kümmern, Mann. Ja, herzlich willkommen in meine gemütlichen, Niederlassung, Bruchbude, wie auch immer. Das Besondere ist es ja nicht. Hier ist mein Schreibtisch. Und da bin ich in die meiste Zeit. Ja gut, klar, Schriftsteller, verkappter Schriftsteller, bisschen verkannt vielleicht. Ja, kann ja sein. Ja, solange ich mich zurückerinnern kann, wollte ich immer Schriftsteller sein. Hab ich dir das schon gesagt? Ja, und deswegen bin ich hier eigentlich ganz allein, weil ich denke mir, so ein einsames Leben ist wichtig, um mich
meine literarischen, ja, was auch immer, deine Inspiration oder deine, das rauszuholen. Ja, okay, von mir aus. Ja, jeder zu Hause sagt, ich bin bekloppt. Und ich würde es niemals zum Schriftsteller bringen. Ja, und ich sage eben, für jeden erfolgreichen Autor, da sind Tausende, die es absolut versauen. Ja, so viel Pessimismus, das macht einen ganz krank. Ja, okay, könnte sein. Ja, und ich sehe es in den Augen, du glaubst an mich. Naja, okay. Wenn du denkst, es ist eine große Inspiration, es ist inspirierend. Ja, und danach habe ich gesucht, okay. Ja, und welche Art Bücher magst du denn? Tja, also Romanz passt ja eigentlich nicht, ne? Ganz selten, dass ich sowas mal lese. Ja, Mystery und Science Fiction, eigentlich beides. Aber was meint er mit Mystery? Ja, komm, Science Fiction. Ah ja, wäre ich nie drauf gekommen. Ah ja, und es scheint wohl so, dass selbst die ganz am Boden ständig sind, also so wie ich, der im Boden rumwühlt, manchmal den Kopf in den Wolken hat, ja, logisch. Okay, ich werde mir das merken. Ja, schreibst du ein Buch für mich, oder was? Genug über mich geredet. Ja, jetzt geht's um deine Blume, glaube ich, oder? Der geht's nicht so gut. Hier ist ja auch kaum Licht drin, Mensch. Ja, ich denke, meine Rose, die macht's hier nicht so gut. Ja, schau mal hier, zwei mickrige Fenster, hallo? Das arme Viech, Mensch. Sieh mal zu. Wasser und Licht braucht die. Das weiß ich, und ich bin kein Bauer und Blumenfreund, ja. Servus. Oh, wenn ich das erste Mal hier Bürgermeister wurde, auch eine lange Geschichte. Ja, und wir haben eigentlich zu viel zu tun, beide, also er meint mich und sich selbst, um dir Geschichten zu erzählen. Na, wenn du meinst, dann lässt es. War nicht mein Problem. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich noch den nächsten Auftrag geben. Ich habe nur ein bisschen Platz geschaffen auf meiner Farm. Und zwar für Robin. Ich werde den Auftrag geben, mir meinen Stall zu machen, eine Bahn. Mal gucken. Und dann rühre ich mich heute Abend wieder zur Tageszusammenfassung, weil dann lassen wir es gut sein. Das ist schon wieder viel zu viel. Aber musste es sein. War cool. Ja, haben wir jede Menge Szenen gehabt. Habe ich voll verpennt, ey. Naja, jetzt haben wir fast alle. Ja, ich denke, wie gesagt, bei Maru habe ich eine verpasst irgendwie. Blöd gelaufen. Überhaupt ist da eine. Die habe ich voll übersehen hier, dass da eine Spicy-Berry ist. Cool. Ja, Pech gehabt. Ach nee, die ist ja, ich kann ja heute gar nichts in Auftrag geben. Oh. Dann warp ich mich jetzt auch zurück. Das ist so ein Scheiß. Na gut. Okay, dann bis heute Abend. Was soll's? Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Holzfällen. Sort. Ja, bitteschön. Dann fälle ich jetzt einfach noch ein bisschen Holz und dann sehen wir weiter. Dumm gelaufen. Scheiße. Bis heute Abend. Also in-game heute Abend. Wir könnten. Jo. Jo, jetzt haben wir noch ein bisschen was verkauft. Und dann gucken wir mal. So ein Ancient Ding habe ich noch geangelt. Das habe ich jetzt gleich nochmal eingepflanzt. Oh, Level Up, Farming. Schön. Artisan-Gut sind mehr wert. Ich glaube das nämlich, weil Grow Faster ist mir egal, ehrlich gesagt. Nimm mal das Artisan. So, Farming. Oh, gibt doch sogar ein bisschen was. Gar nicht so schlecht. Nice. Na, wir sind jetzt wieder bei 18.000 rum. Das ist in Ordnung. Dann kommt den Tag über bis frühes Jahr noch die ganzen Fische wieder dazu. Was ich so in der Mine fange und so. Cool. Doch, gefällt mir. Schön. Na ja, dann. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind bei 19.000, fast 20. Cool. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar.
wir sehen uns nächstes Mal mit nicht ganz so vielen Freundschaftsszenen dann. Das war eben jetzt massiv, weil ich die einfach total vergessen habe. War cool, jetzt haben wir die alle mal gesehen oder schon sehr viele. Es fehlt natürlich Shane noch, es fehlt der Harvey noch. Ja, und das, viel mehr sind es aber glaube ich gar nicht. Ich habe die anderen, habe ich alle schon die 2-Sterne-Szene gesehen bei hier bei meiner zukünftigen Liebsten, also die ich mir auserkoren habe, definitiv, Abby. Da habe ich übersprungen, aber erzählt, was Sache wäre. Mir ist es einfach zu blöd. Ich weiß nicht, ob ich so oft, wie ich das machen müsste, die Chance kriege, oder ob das dann einfach irgendwie so geht dann oder was, weiß ich nicht. Aber das ist mir zu nervig, einfach das meine. Deswegen habe ich das ja nur erzählt, was passiert. Ich weiß es ja, unter anderem auch vom Meister Erik, ne? Gronk. Ja, naja gut. Ganz witzig. So, ein paar andere hatten wir auch schon. Wie gesagt, Maru habe ich, glaube ich, einen übersprungen, weil ich die einfach zu schnell gleich hochgeknallt habe, wegen dem Geburtstagsgeschenk. So ein Scheiß. Naja. Okay, wir sehen uns dann praktisch am Mittwoch. Dann endgültig in der Wüste. Und dann gehen wir ein paar Level in die Höhle runter. Da trickst man ein bisschen. Da nehmen wir uns einfach ein paar Leitern mit. Beziehungsweise nehmen wir uns Steine mit und bauen uns Leitern vor Ort. Und dann kommen wir schnell genug runter. Weil sonst dauert das Ewigkeiten. Jo. Und dann gehen wir aber auch erstmal nur bis Level 25 und dann werden wir mal, naja, wahrscheinlich ist es dann eh nächstes Wochenende, wo ich frei habe, wo ich dann den anderen Part aufnehme, der relativ lange wird. Also wo ich lange brauche und ja gut, der wird auch bestimmt eine Stunde oder so. Das ist dann das Spezial mit der Skelettschule eben, dass wir richtig mal schauen, wie viel Iridium das dann später gibt, da bin ich echt gespannt. Wenn man wirklich mal weit unten ist. Es geht weit runter, das weiß ich. Es geht sehr weit runter. Okay, bis dann.